Spirit, Geist, Spiritualität, das ist die Energie des heutigen Tages. Wir haben heute eine Neuner Tagesenergie. Könnte es einen besseren Tag geben von der Energie her, als wenn diese Neuner Qualität auf den Weihnachtsabend fällt? Ich glaube nicht. Also ein Tag, wo es darum geht, uns zu erinnern, wer und was wir wirklich sind. Wir sind ein geistiges Wesen. Spirit heißt Geist. Spiritualität heißt eigentlich nur die Beschäftigung mit dem Geistigen, mit dem, was ewig ist, was schon war vor diesem Leben, was auch nach diesem Leben noch sein wird. Der wesentliche, essentielle Teil, der uns ausmacht. Wir können ihm uns auf die verschiedensten Arten nähern, durch Meditation, in Momenten der Inspiration magst du dich auch stark verbunden fühlen. Es kann auf der Gefühlsebene geschehen, dass du Momente hast, wo du dich mit allem verbunden fühlst, wo die Liebe nur so durch dich hindurchstrahlt. Es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo Menschen vielleicht für kurze Augenblicke das Geistige, das Spirituelle tatsächlich auch durch eine Erfahrung in sich wahrnehmen können. Und wenn wir heute an diesem Tag, an diesem Abend, an dieser geweihten Nacht, selbst wenn es vielleicht unklar ist, ob das tatsächlich ist, der Tag, an dem Jesus zur Welt kam. Denn wenn wir mal im Internet forschen würden, dann gibt es hierzu verschiedene Meinungen, die sich sogar bezüglich des Jahres uneinig sind, ob es das Jahr 0 war oder nicht, wie auch immer. Wir selbst können diese Nacht zu einer geweihten Nacht für uns machen, wenn wir uns diesen Teil, dem Teil, der immer ist, immer sein wird, den wir in der Essenz darstellen, das ist eigentlich unser wahres Wesen, unser Selbst, in den letztlich jede Selbsterkenntnis irgendwann münden wird. Wenn wir den heute erkennen, dann haben wir für uns eine geweihte Nacht, aus diesem Abend gemacht. Und das wünsche ich dir natürlich heute. Dann wünsche ich dir auch eine gute Zeit mit deiner Familie. Auch wenn du alleine bist, wünsche ich dir eine gute Zeit, denn an und für sich sind wir nie alleine. Wir sind alle miteinander verbunden. Wir stammen alle aus dieser einen geistigen Quelle. Wir sind alle kleine Wassertropfen aus dem einen großen Meer. Und die Essenz ist gleich und Gleiches zieht Gleiches an. Und auch wenn räumlich und körperlich eine Distanz zwischen uns herrschen mag, der Geist kennt diese Distanz nicht. Der Geist kennt diese Entfernung nicht, diesen Unterschied nicht. Wir sind alle aus dem gleichen Wesen gemacht, aus den gleichen gestrickt, aus dem gleichen Stoff, aus dem gleichen Wasser gemacht, wie auch immer. Und so können wir niemals alleine sein. Wir können niemals alleine sein. Leider ist es so, dass genau um Weihnachten herum ganz viele Selbstmorde geschehen, weil die Menschen hier so traurig werden, sich so einsam fühlen, wenn sie niemanden um sich herum haben oder wenn sie nicht ein Leben leben, in dem sie glücklich sind. Und genau in der Zeit, in der Phase, wo es viel um die Familie geht, um Glück miteinander zu teilen, um Liebe miteinander zu teilen, fühlen sich dann manche Menschen so einsam, so deprimiert, dass sie keinen anderen Ausweg mehr kennen. Doch diese Menschen können das nur tun, weil sie die Verbindung zu ihrem wahren Wesen, zu ihrem göttlichen Sein, zu dem Stoff, aus dem alles und jeder gemacht ist, verloren haben. Hätten Sie diese Verbindung noch, dann würden Sie nur ein Stück weit sich dessen erinnern, sich dessen bewusst machen und dann würden Sie feststellen, dass Sie zig Millionen Brüder und Schwestern auf dieser Welt haben, egal wo auch immer Sie sich gerade aufhalten mögen und selbst wenn niemand gerade mit an Ihrem Tischchen sitzt. Okay, das waren meine Gedanken zu dem heutigen Tag, die jetzt einfach so aus mir herausgesprudelt sind, fast schon wie ein kleines Gebet, ein kleines Dankesgebet. Ich persönlich bin super dankbar. Ich bin zwar hier auch etwas isoliert, bin in Kreta am Überwintern mit meinem geliebten Mann zusammen. Ansonsten haben wir nur mit seiner Familie geskypt.
Nichtsdestotrotz, ich fühle mich so verbunden, ich fühle mich so gesegnet, ich fühle so viel Freude und Liebe in mir, einfach nur am Leben sein zu dürfen, diese Erfahrung zu machen, dieses Bewusstsein, das sich hier jetzt erlebt und inkarniert hat und jetzt auch diese Erfahrung mit Greta macht und mit dem Überwintern und auch ein Stück weit getrennt sein von der Familie. Es ist ein Abenteuer. Es ist ein Abenteuer. Das Leben bietet uns ganz, ganz viele verschiedene Situationen und jede Situation können wir genießen. Das ist unser freier Wille. Der freie Wille besteht darin, nicht darin, dass wir im Außen immer alles ändern können, sondern er besteht darin, dass wir, wie wir auf das, was im Außen geschieht, reagieren. Das haben wir stets in der Hand. Und so wünsche ich dir, dass du auch die nächsten Tage in diesem Geiste betrachtest und einfach dir eine Einstellung aneignest, sodass du mit Liebe, Respekt, Dankbarkeit auf dein Leben schaust, auf das, was du hast, auf deine Entwicklung. Und dass du mit diesen guten Gefühlen durch diese geweihte Nacht gehst und auch durch die nächsten Feiertage. Okay, in diesem Sinne alles Liebe, alles Gute und wir hören uns dann morgen bei der nächsten Tagesenergie. Ciao, ciao.